Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Ausblick auf den heutigen Tag zur CMC Espresso hier auf CMC TV. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Ja, jetzt, wo die verfassungsrechtliche Frage in Deutschland geklärt scheint, kann sich die EZB auf ihr Anleihekaufprogramm konzentrieren. Das umfasst ja auch die Debatte der Strategieüberprüfung der EZB und möglicherweise, dass da auch Klimaschutzziele gekoppelt werden. Daran, Christine Lagarde sagt ja, mit der Politik engmaschig zusammenarbeiten zu wollen. Also die Frage ist, ob es Klimaanleihen auf Eurozone-Ebene geben wird, dürfte eines sein, das uns im Rest des Jahres beschäftigen wird. Auch wenn akut hier keine geldpolitischen Anpassungen heute erwartet werden, wird die EZB vermutlich Hinweise geben auf die Gefahr möglicher sogenannter Zweitrundeneffekte des Coronavirus-Lockdown, der sich durch Firmenschließungen, Forderungsausfälle im angeschlagenen Bankensektor, die also ihre Kredite nicht zurückbekommen, und Entlassungen in den kommenden Wochen, die Unternehmen ja auch durchführen könnten, könnten sich das alles niederschlagen. Da wird es also interessant sein, wie Christine Lagarde und die EZB sich dazu stellen. Ob es jetzt bereits zu maßgeblichen geldpolitischen Veränderungen kommen wird, bleibt offen. Es ist eigentlich nicht erwartet, dass es da also Anpassungen gibt. Werden aber ganz genau, wird man heute natürlich wieder darauf achten, wie der geldpolitische Ausblick sein wird. Die EZB hat ja resolut gehandelt innerhalb der Coronavirus Lockdowns und hat hier geldpolitisch massiv interveniert. Und ein echter Erfolg dieser Geldpolitik ist es, dass sich die Länder der Eurozone quasi wieder jetzt diese massive Neuverschuldung, die auch eben von den Staaten, von Italien zum Beispiel unternommen wird, dass die zu Zinssätzen erfolgen kann, die quasi vergleichbar sind mit dem Niveau vor der Coronavirus-Pandemie. Das ist ein echter Erfolg, der auch hier neue Zuversicht schafft im Euro-US-Dollar. Wenn wir uns da die Entwicklung anschauen, dann waren wir hier Mitte März bei 1,06 fast, 1,0630. Und der Euro hat sich bisher doch kräftig erholt auf 1,14. Also Anleger, die fassen hier Vertrauen in den Euro. Die Dollar-Rally, die scheint im Moment gestoppt zu sein. Daher wird es umso spannender sein zu sehen, wie Christine und zu hören, vor allem wie Christine Lagarde den hoffentlich eintretenden wirtschaftlichen Aufschwung weiterhin geldpolitisch im Rest des Jahres begleiten möchte. Bei dem Internet-Modehändler Zalando gibt es ein vorbörsliches Plus von fast 5%, nachdem das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr nach oben schraubte. Kaufhäuser schließen, Einzelhandel hat Zukunftssorgen, der Internethandel floriert. Das Coronavirus wirkt hier wie ein Trendbeschleuniger auch in diesen Bereichen, im positiven wie negativen Sinne. China meldet derweil einen schnelleren Anstieg des Bruttoinlandsproduktes als erwartet. Die Varianz zwischen gemeldeten Daten zu den erwarteten Zahlen ist weiterhin hoch, nicht nur in China, sondern weltweit. Insgesamt reiht sich dieser Datensatz dann in eine Serie an positiven Überraschungen ein, die in den letzten Wochen an den Märkten verarbeitet werden konnten. Das erklärt auch, warum der Markt jetzt hier zu neuen Hochs fähig war. Das 1-2-3-Top von Anfang Juni hier im 4-Stunden-Kerzenintervall vom Germany 30 konnte rausgeräumt werden. Wir sind über 12.933 Punkte angestiegen. Und auch wenn wir hier jetzt einen direkten Rückfall haben, ist das höhere Hoch wichtig gewesen und war auch eine direkte Folge dessen, dass wir die 12.500-Punkte-Marke halten konnten. Und damit ist das Top und die Gefahr einer Trendwende im 4-Stunden-Kerzenchart erst einmal gebannt. 12.788 ist eine mögliche Unterstützung, die, wenn sie hält, einen Folgeanstieg in Richtung 13.072 Punkte bringen könnte. Wenn sie aber gebrochen wird, könnten wir noch einmal in die alte Spanne zurückfallen, 12.500 und 12.330 auf der Unterseite testen. Insgesamt haben wir jetzt hier es zu tun mit einem 1-2-3-Tief von dem Risk Reversal von Mitte Juni. Dieser Aufwärtsimpuls könnte sich nun nach oben fortsetzen. Im Big Picture, im Germany 30 Cash Tageskerzenchart, ist ein Potenzial ableitbar bis 13.664 Punkte. Solange die 12.319 halten, sollten die unterschritten werden, droht ein Rutsch in Richtung 11.487 Punkte.
Das war es mit dem Update bei CMC Espresso für den Moment. 9 bis 10 Uhr ist dann wieder das Börsenbuffet mit der Live-Kommentierung. Bis dahin.